So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Unser großer Wettkampf gegen die Orks hat begonnen, gegen Mazatz, um genau zu sein, und wir müssen diesen Zwerg so weit stoßen, wie es geht. Sie hat 12 Fuß geschafft, wir müssen mehr schaffen, und das schaffen wir nur, indem wir die Termiten dazu überreden, das so ein bisschen auszuhöhlen, das Teil. Nur wie? Wir sollen irgendein Brett aus dem Jahr 1748 suchen, das wohl oft in Fässern verarbeitet wurde. Das heißt, ein Fass finden, das eventuell so ein Brett noch dran hat. Aber wo? Der Krämer hat bestimmt eins, aber ob er uns das einfach so gibt, ich meine, wir haben nichts zum Eintauschen. Versuchen wir's. Moin. Servus. Ich müsste meine Muskeln ein wenig auf Vordermann bringen. Hast du Stärkungselixiere? Es gibt strenge Dopingvorschriften bei Kriegerwettkämpfen. Ja? Und? Ach, ist doch egal. Ich habe nicht einmal mehr einen lächerlichen Mana-Trank. Schade. Hm. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Ach, wenn du meinst. Ach, da werden wir also nichts finden. Rede mit dem Krämer. Wir brauchen ein Fass oder sowas. Vielleicht im Zelt drin. Moin, Wilbur. Oh, was macht er denn hier? Entschuldigung? Wenn das mal nicht der Erzmagier war, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Verlasse das Zelt. Aber der wird auch noch was damit zu tun haben. Vielleicht hat der noch so ein Brett, oder? Hier ist was. Der hat das doch da hingelegt, mit einem Zettel. Was ist das? Ein Brett und ein Zettel. Der Kuttenträger hat es sich eben auch angesehen, glaube ich. Da steht ein 1784er Brett von Chateau sowieso. Das gibt's doch nicht. Verdächtig. Allerdings, hier wird einem normalerweise nichts geschenkt. Vielleicht ist es eine Falle. Und selbst wenn... Irgendetwas sagt mir, dass ich vorsichtig sein und mich lieber beeilen sollte. Ja, und deswegen... Go, go, Power Ranger. Auf geht's. Raus hier. An der Milka-Kuh vorbei. Und den Römerhelm, die Obelix so gerne hat. Wir werden gleich mal die Termiten überreden, den Baum auszuhöhlen. Ja. Hier, euer Chateau-Dingsbrett. Ein 1784er Chateau Latif. Das ist doch... Oh, das ist es. Das Bouquet, der erdige Duft. Ihr Affen könnt sowas nicht würdigen. Aber Kenner tun alles für so einen außergewöhnlichen Happen. Erspart mir das und hüllt endlich den Zwerg aus, wenn ich bitten dürfte. Wird gemacht. Wir hätten aber auch für dich die Orks ausschalten und den Gnom befreien können. Aber das war wohl zu kompliziert für dein Säugetiergehirn. Kommt, Jungs! Bring uns zum Zwerg, King Kong! Du bist so ein... So ein... Klappe! Ich habe alles unter Kontrolle. Schön, ich mag es. So, dann mal los. Das Ding wiegt mindestens eine Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Hey Jungs, es gibt Arbeit. In Ordnung. Los Männer, Angriff! Das sollte das Gewicht ganz erheblich reduzieren. Stoß ein zweites Mal. Dann wollen wir mal sehen, dass wir es hinkriegen. Wenn die Termiten ihren Job richtig gemacht haben, müsste der Stamm jetzt eher meine Kragenweite sein. Hallo, ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Oh, das wird witzig. Wir sind bereit. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Hab ich nicht. Hast du doch. Aber auch das nützt dir nichts. Mein Versuch war noch ein Stück weiter. Wir werden das ausmessen. Erstaunlich. Was? 12,5 Fuß.
Der Mensch hat gewonnen. Was? Du musst beim ersten Mal falsch gemessen haben, alter Mann. Schweig! Ich bin der Schiedsrichter des Wettkampfes. Und mein Wort ist Gesetz. Der Mensch hat mit einem halben Fuß gewonnen. Der nächste Wettkampf ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Du warst auch gut. Für eine Frau. Na, jetzt hat er wieder groß reden. Glück muss man haben. Aber wirklich. Eine Traumweite. Hoffentlich schauen sich Massas und der Häuptling das Ding nicht genauer an, bis ich weit, weit weg bin. Ja, wir haben jetzt hier soweit alles erledigt, dürfen jetzt also zur nächsten Disziplin wahrscheinlich den Bogen schießen. Sie stinksauer. Sie vermutet Betrug, aber die Socken beweisen das Gegenteil. Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Ui, wie funktioniert das? Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen. Ach, wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Ich treffe jedes Ziel. Zehn Punkte für Massas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel. Wahrscheinlich finden wir den Bogen wieder im Zelt. Gucken wir mal. Oder auch nicht. Sollen wir denn jetzt einen Bogen herkriegen? Betrachte den Bannkreis. Hast du eine Ahnung, wo ich einen Bogen herkrieg? Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich. Was war das denn für eine Lache? Ich hätte mal den Text durchlaufen lassen sollen. Oh, der Händler ist weg. Er ist jetzt bestimmt drüben auf der anderen Seite. Betrachte das Ziel, das haben wir soweit verstellt. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob das gut genug ist. Wir gehen nochmal in den vorderen Teil des Lagers. Eventuell ist der Händler da. Nein, aber er. Oh doch, da ist er. Moin. Servus. Hast du einen Bogen und vielleicht zielsuchende Pfeile im Angebot? Ich hab keine Bögen. Und hätte ich zielsuchende Pfeile, hättest du sie längst im Rücken. Ich mag keine Unhöflichkeiten. Ach, Mensch. Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Rasha. Ja. Genug geredet. Dann gehen wir halt eben zu diesem komischen Scharfsrichter. Rede mit der Gestalt. Grüße, Fremder. Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Wo kam das her? Ein E kaufen. Das gab's in so vielen Spielen. Oh, jetzt fällt mir das nicht ein. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das war... Ich verkaufe ein E. Ah, Schatten über Riva. War das da? Ich glaube, in der Nordland-Trilogie. Ich habe einen Pfeil, aber ich brauche noch einen Bogen. Hast du einen? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Wie ungewöhnlich großzügig. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle... Tu es, dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Sehr gut. Man läuft sich bestimmt wieder über den Weg. Ja, gehen wir mal zum Krämer, sagen ihm, dass wir 98 Kupferkessel haben wollen. Moin. Servus. Ich würde gerne Kupferkessel kaufen. Toll. Wie du siehst, habe ich eine breite Auswahl verschiedener Kessel. Ich brauche 98.
98 Kupferkessel? Das wäre nicht gerade billig. Gold spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber haben mehr als genug davon. Verstehe. Ich würde dir wirklich gerne das Gold aus den Taschen ziehen, aber ich habe nicht einmal einen einzigen verdammten Kessel. Schade. Allerdings. Und nu? Genug geredet. Ich habe einen Gnomen zu retten. Ja, das müssen wir ihm jetzt erstmal sagen. Was mache ich denn jetzt? Grüße, Fremder. Ich habe den Krämer nach Kupferkesseln gefragt. Gut. Aber er hat keine 98 Kupferkessel. Natürlich nicht. Warte hier, bald werde ich deinen Bogen haben. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Gab es da nicht mal so eine Geschichte, in der ein Mann seine Seele an den Teufel verkauft hat? Keine Ahnung. Aber es kommt mir schon eigenartig vor. Wir gehen nochmal in den hinteren Teil, gehen dann wieder nach vorne, eventuell ist er dann wieder da. Nein, drehe den Panzer nicht, geh nach vorne. Da ist er wieder. Hey, du da, Kapuze. Wo ist mein Bogen? Hier. Danke. Warum tust du das? Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Naja, wenn er uns beschäftigen wollen würde, würde er andere Dinge machen, aber uns nicht helfen. Also dann. Wir haben einen Bogen. Und nu? Knochenbogen. Ich habe jetzt einen Pfeil und einen Bogen. Also gut, dann zeig uns dein Können. Aber Massas hat genau ins Schwarze getroffen. Wie soll ich ihre 10 Punkte überbieten? Indem ich ihren Pfeil spalte vielleicht? Ach, das würde dir nicht helfen. Massas hat einen perfekten Schuss gezeigt. Du kannst höchstens mit ihr gleichziehen. Und was passiert bei Unentschieden? Der Preis wird geteilt. Der Preis ist ein Gnom. Wo ist das Problem? Und jetzt, schieß! Oh je. Und jetzt? Du hast beliebig viele Versuche, besser zu schießen als Massas. Solange Massas keinen Fehler macht, kann ich diesen Wettkampf nicht gewinnen. Ich muss mir da etwas einfallen lassen. Ja, ich weiß. Worauf sollen wir denn noch schießen? Ich meine, wir haben ja nicht so viel. Höchstens noch den Bock hier. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Massas! Verdammt! Schade! Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Pass doch auf! Massas hat gewonnen! Ah, da ist es noch abgeprallt. Die Pfanne sieht noch recht gut aus, auch wenn sie bestimmt schon seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Einmal drehen. So, jetzt vielleicht. Wir versuchen es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ja, ehrenvolle Massas. Los, schieß. Verdammt. Schade. Du kannst, Max. Ja, ein Unentschieden schaffen. Bla, bla, bla. Wir gucken mal. Wir schießen jetzt wieder auf verschiedene Schilder. Pass doch auf! Das hier müssen wir umstellen. Massas hat gewonnen. Okay. So, jetzt vielleicht.
Noch einmal probieren. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvoll. Bla bla bla. Macht hin. Ich will diesen Wettkampf gewinnen. Dann fehlt nämlich nur noch einer. Verdammt. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Wir wissen's. Eine ungewöhnliche Technik. Aber auch der Mensch hat 10 Punkte. Unentschieden. Nimmst du das Ergebnis an? Nein, tue ich nicht. Ich will Wilbur an einem Stück. Hä? Hätte ich was anders machen sollen, oder wie? Wir sind noch nicht durch. Hallo, Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht. Oh, jetzt wird's schwierig. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Versuchen wir es nochmal. Ehren! Hä? Aber wir haben so einen tollen Pfeil geschossen. Verdammt! Du kannst... Wir müssen sie noch irgendwie behindern, aber wie? Wir haben nur Pfeil und Bogen. Eine ungewöhnliche Technik. Nein, tue ich. Bis später. Auf bald! Warte mal, vielleicht während sie schießt? Dass wir irgendwas machen müssen? Was das trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Aha, wir müssen sie irgendwie unterbrechen. Fragen wir nochmal nach. Eventuell bei ihm. Je weniger ich mit dem Typen reden muss, desto besser. Okay. Rede mit dem Krämer. Versuchen wir es nochmal. Und dann will ich aber auch versuchen... Hallo, Chef. Was will... Dass wir sie vielleicht nebenbei unterbrechen können. Versuchen wir es noch... Nee, geht nicht. Verdammt. Schade. Schade. Du kannst... Was müssen wir mit ihr machen? Das ist die Frage. Ich will das abbrechen. Eine ungewöhnliche... Nein, tu... Bis später. Auf bald. Okay, das klappt ja wenigstens. Aber mit Masastas wird nix. Hallo, Sonnenschein. Verschwind... Ich doch... Ha. Drehe die Pfanne. Vielleicht sollten wir sie abschießen? Nee, das wird auch nichts. Ich lasse das jetzt einfach mal so, werde das gleich nochmal probieren, aber schau auch nochmal rein. Vielleicht haben wir da jetzt irgendwas, was uns weiterhilft. Wohl nicht. Obwohl, hier ein Spiegel. Ha. Nee. Pfeil und Bogen. Eine Kuh. Nix. Also gut, einmal probieren wir es noch. Und dann müssen wir im nächsten Hallo, Part Chef. Weitermachen. Was willst? Und währenddessen schaue ich nochmal, ob ich da irgendwas rausfinde. Versuchen wir es noch. Ich meine, jetzt schießen wir sie ja ab. Verdammt. Du kannst. Pass doch auf! Masas hat gewonnen. Ha. Bis später. Auf bald. Dreh den Panzer. Wieder an seine Stelle. So. Dann fliegt der Pfeil wenigstens richtig. Was mache ich mit dem da?
ohne Pfeil und Bogen. Wir können das auch nicht mit ihr tauschen. Nee, wir sehen uns das im nächsten Part nochmal an. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.